Der erste Hochhausneubau in Jena seit 30 Jahren entsteht an exponierter Lage am Eingang zum Lobte-Park. Im Februar erfolgte der erste Spatenstich, im Juni nun die feierliche Grundsteinlegung. Auf Jena Wohnen liegen mit dem ersten Bauprojekt dieser Art seit der Wende hohe Erwartungen. Und nicht zuletzt auch eine nicht unerhebliche Verantwortung. Denn natürlich will heutzutage kein Mensch mehr einen Plattenbauklotz im Stile der 70er oder 80er Jahre gebaut sehen. Der geplante Bau soll in Formsprache und Stil Maßstäbe setzen und sich trotzdem in die Umgebung einpassen. Bereits im jetzigen Baustadium lässt sich erkennen, dass sich der Neubau deutlich von den umliegenden Hochhäusern unterscheiden wird. Die diagonale Ausrichtung soll eine Verbindung zwischen der Lobte Burg und dem Lobte Park darstellen. Dieses Diagonale ist quasi wie so ein Kreuz. Ja? Wenn ich irgendwas sage, hier mache ich ein Kreuz. So, ganz bildlich hat dieses Gebäude diesen etwas kreuzförmigen Grundriss, der sich in diesen Stadtraum stellt. Und mit dieser Drehung und mit diesem Verweis auf quasi diese grüne Achse aus den Bergen zum Park als ein zentrales Moment, wird das Gebäude verwurzelt an dem Ort. Es ist einzigartig, wenn man so will. Und hat eine Identität. Und gleichzeitig wird es eben zeichenhaft. Das Gebäude bekommt eine Außenhaut aus Metall und Glas. Die unterschiedlichen Nutzungsbereiche grenzen sich optisch voneinander ab. Das 10-geschossige Wohn- und Geschäftshaus wird eine Gesamtnutzfläche von ca. 5.800 Quadratmetern haben. Das Universitätsklinikum wird der Ankermieter werden und den Großteil der Gewerbeflächen nutzen. In den drei oberen Etagen, die sich baulich von den unteren Etagen absetzen, entstehen auf 650 Quadratmeter 6 Panoramawohnungen mit gehobener Ausstattung und dementsprechenden Mieten. Der Entwurf kommt vom Planungsbüro Kister Scheithauer Großarchitekten aus Leipzig. Sie setzten sich mit ihrer Idee gegen 4 andere Architekturbüros durch. Natürlich gab es bei der Entscheidungsfindung auch unterschiedliche Ansichten zu dem durchaus gewagten Entwurf des Leipziger Architekturbüros. Es gab Meinungen, die sagten, das muss ich einfügen. Und wir waren aber der Meinung, wir möchten hier gerne ein Zeichen setzen. Wir möchten hier gerne etwas Neues schaffen. Wir möchten gerne auch diesen Aufbruch, der in diesem Stadtteil in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat. Man muss es wirklich so sagen, die Transformation, die nach der Wende erstmal mit den großen Leerständen eingesetzt hat, aber dann jetzt mit diesem Aufschwung, der in dieser Stadt da ist und an dem Lobe da einfach auch aufgrund der vielen Wohnungen, die hier sind, einen großen Anteil hat, da wollten wir ein Zeichen dafür setzen, dass das hier möglich ist und dass wir hier auch ein Gebäude bauen können, was architektonisch anspruchsvoll ist und auch dieser Zeit der 10er Jahre entspricht. Das war unser Ziel. Deshalb haben wir uns diesen Entwurf rausgesucht. Die Projektkosten belaufen sich auf etwa 15,2 Millionen Euro. Geht es wie im bisherigen Bautempo weiter, soll der Neubau Ende 2019 fertiggestellt sein. In Anbetracht der knappen Bauflächen und der hohen Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnräumen soll dieser erste Hochhausneubau seit der Wende in Jena nicht der letzte bleiben. Wir erleben das ja jetzt auch im Moment bei den Planungen am Eichplatz, dass da jetzt Hochhäuser geplant werden. Im Moment wird ein Hochhaus diskutiert in der Frauengasse, also am Eisenbahndamm. Ich glaube, wir sind in dieser Zeit angekommen. Und wenn ich anschaue, in welcher Liga wir jetzt auch mit diesen Bauvorhaben angekommen sind, dann sind wir auch da wirklich deutschlandweit sehr weit vorne dran. Und ich denke, wenn wir da mutig vorangehen und hier auch nicht nur ein Hochhaus, sondern vielleicht 10, 12, 14 Hochhäuser bauen, an der richtigen Stelle, das will ich ausdrücklich dazu sagen. Und ich denke, im Stadtzentrum ist die richtige Stelle. Man kann sich das auch in der Bachstraße noch vorstellen, in meinen Augen. Dann denke ich, ja, das ist das erste Hochhaus, hoffentlich von vielen Hochhäusern, denn Fläche ist knapp und wir wollen auch schon mit diesen Flächen umgehen und an dieser Stelle wollen wir das zum Ausdruck bringen.